Okay, wir müssen sie plündern. Ich dachte, wir könnten sie vielleicht ausrauben, aber... Na gut, Nummer 1. Okay, der ist da zu zweit. Er ist alleine, okay. Knack! Boah, legst sie nieder. Zwei Messer stehlen. Jetzt können wir stehlen, scheinbar. Messer gestielt. Und nochmal Messer gestielt. Jetzt brauchen wir noch Holzplanken. Ich glaube, das wird auf so improvisierte, versteckte Klingen hinauslaufen. Messer, Holzbretter und Gürtel. Entschuldigung. Okay, gleich müssen wir aufpassen. Das ist scheinbar ein Sperrgebiet hier jetzt. Wir müssen nach da oben. Okay, optionales Missionsziel ist, keinen offenen Konflikt auszulösen. Wie gesagt, ich mache es immer so, dass ich versuche, die optionalen Missionsziele zu erreichen. Wenn es klappt, gut. Wenn nicht, ist nicht schlimm. Aber ich werde es immer neu laden, um es zu versuchen. Von daher, wenn wir jetzt hier in einen offenen Konflikt geraten, ja, dann ist das so. Aber bis jetzt sieht es doch ganz gut aus. Warum immer es genau die Holzbretter hier sein müssen, aber... Schießpulver fast in der Nähe der Stelle platzieren. Welchen Sinn auch immer das jetzt hat, aber okay. So, Schießpulver, da. Haben wir hier. Ich transportiere nur ein Schießpulverfass, das hat keinen tieferen Sinn. Eine Muskete finden. Ah, der hier sieht doch so, der Herr sieht doch so aus, als bräuchte er seine Muskete nicht mehr. Guck mal, können wir auch die nehmen. So. Ah, Mist, der hat keinen Schuss. Hat keine Munition geladen. Können wir jetzt... Wir können. Randale! Ah, jetzt weiß ich, welchen Sinn das Ganze hatte. Wir wollen an die Schmiede. Schnell Waffen basteln hier. Kreatives Waffen basteln, was die gute Aveline hier macht. Ein bisschen plump, aber besser als gar nichts. Dass sie sowas überhaupt basteln kann, finde ich schon beeindruckend. Hey, wir haben sogar das optionale Missionsziel gemacht. Voll gut. Aha. Ja, aha. Kannst du mal sehen. Der Ferrer. Idiota. Der Ferrer beschatten. Ja, sehr gerne. Oh, das war knapp. Dann hätten wir Sichtkontakt verloren. Senorita, hört doch mal auf. Ja, aber echt, ey, Senorita. Ich glaube, der meint uns. Ups. Ich könnte den Ferrer jetzt so einfach töten. Es wäre nur ein Klick und er wäre tot. Also eingedrückter Knopf in diesem Fall. Ich spiele Controller, nicht mit Tastatur. So, was macht er jetzt? Er geht weiter. Wah, nicht schnell hinterher, aber die sonst ist Sichtkontakt unterbrochen.
Na komm, Kollege, geh weiter. Oh, das war eventuell zu auffällig. Nee, doch nicht. Wo geht denn der hin? Boah. Bin ja mal gespannt, natürlich. Was machen der da? Du hast recht. Der Company Man ist sehr ungehalten. Hätten wir nur mehr Leute. Noch mehr Leute? Wir haben schon alles ausgeschöpft, was möglich ist. Wir sind Arbeiter, die von überall herkommen. Leute aus Kuba und sogar aus New Orleans. Bei strengster Geheimhaltung. Hast du überhaupt eine Ahnung, wie schwierig und wie teuer das ist? Hab Geduld. Vasquez übernimmt bald sein Amt in New Orleans. Er wird Erfolg haben, wo Baptiste versagte. Die planen etwas in New Orleans. Wir verstecken uns mal. Okay, wie kommen wir da jetzt ungesehen rein? Oder müssen wir da überhaupt rein? Ja, bestimmt. Ja, okay, ich denke auch mal hier bei den Karren ist eine gute Idee. Zack, zack, zack. Und wieder versteckt, hat keiner gemerkt. Komme ich hier wieder rauf? Ja. Das war eventuell ein bisschen zu auffällig, hoffentlich nicht. So, was passiert jetzt? Hier, der Mann, von dem ich gesprochen hatte. Was tun wir mit ihm? Zeigt ihm auf, wie falsch sein Verhalten war. Du hast nicht wirklich gedacht, wir ließen dich deinen Vertrag brechen und mit vertraulichem Wissen entkommen, oder? Was ist denn mit ihm nicht richtig? Na komm! Den Sklaven verteidigen, das machen wir doch. So. So nicht, Freundchen. Gute Nacht. Blöder Sklavenaufseher. Ah, die Peitsche haben wir uns mal geschnappt. Peitschenkill. Bam. Geil. Machen wir jetzt hier noch Indiana Jones. Sehr schön. Das hat auch super funktioniert. Eine neue Waffe. Eine Peitsche. Okay, jetzt hat das mit dem Peitschenkill nicht ganz so gut funktioniert. Macht ja nichts. So, hier sollen wir noch irgendwas sammeln können. Da. Was hat der Gute zu erzählen? Danke. Wo bist du jetzt so plötzlich hergekommen? Viel wichtiger ist, wo willst du hin? Nach New Orleans? Ich könnte dir Arbeit beschaffen. Ha! Wozu? Mein Volk sind die Fon. Ich gehe zurück nach Afrika. Dein Medaillon. Es ist ungewöhnlich. Ich sah schon so eins. Und ich hielt es für einzigartig. Das ist es. Meine Mutter hat es selbst gemacht.
Du musst dich irren. Nein, die Frau, die das Medaillon trug, hieß Jeanne. Sie war eine der ersten Arbeiterinnen hier. Ich erinnere mich gerne an sie. Tatsächlich, unsere Mutter. Das ist der Name meiner Mutter. Wo ist diese Frau? Ich muss sie sehen. Ich weiß nicht. Sie lebte in einem abgelegenen Haus am Südende des Lagers. Du musst gehen. Der Ferrer wird nach dir suchen. Wirst du allein zurechtkommen? Ja. Ich verstecke mich bis zum Wachwechsel bei Sonnenuntergang und werde dann wieder fliehen. Diesmal kriegen sie mich nicht. Viel Glück. Ciao. Das Gebiet verlassen. Okay. Wir versuchen mal unser Glück. Versuch's mal wieder über das Haus. Tschüss, Leute. Nach Hinweisen suchen, die zu Jeannes Hütte führen. Okay, wir begeben uns also auf die Spur unserer Mutter. Die scheint tatsächlich A, noch zu leben und B, in diesen Kolonien hier zu sein. Die große Preisfrage ist ja immer noch, warum hat die uns damals zurückgelassen? So, nun wo ist hier der nächste Hinweis? Ich sehe hier halt nichts. Ich kletter mal ein bisschen. Fehlt sie mir von weiter oben ein bisschen mehr. Okay, da sind Fußspuren. Ah, da unten ist doch was. Das analysieren wir mal ganz geschwind von hier oben. Das ist meine Mutter. Das erkenne ich wieder. Sie ist also tatsächlich hier. Faszinierend. Faszinierend. So, hier sollte doch irgendwo eine Tagebuchseite sein. Angeblich. Sie ist halt, Karte ist hier noch eine Tagebuchseite. Aber wo? Ich sehe sie nicht. Naja. Gucken wir uns mal weiter um. Da unten war was eben, glaube ich. Da liegt doch was, oder? Mal gucken. Ja, sieht gut aus. Das könnte ihre sein. Den letzten Hinweis finden. Ah. Ich zeige dir die ungeschnittene Version. Bürger E ist in der Nähe, okay. Sie lügen. Wo ist er? Wo ist Mr. E? Ah, ist wahrscheinlich irgendwo da oben. Ja, hab ihn. Da oben steht er. Ich weiß, erstmal habe ich mich hier übelst abgesucht, weil ich ihn da unten bei den Wachen gesucht habe. Und nicht ein einziges Mal hier hoch zu dieser Maya-Stätte geguckt habe. So, dann wollen wir mal gucken, wie es wirklich war. Verzeiht meine Verspätung, Senior. Ich musste Wachen abstellen, um einen Flüchtling zu fangen. Der dritte diese Woche, habe ich recht? Ich halte ihn für euch bereit. Ihr regelt solche Dinge, soweit ich weiß, gern persönlich. Rücksichtsvoll wie immer. Heute steht mir der Sinn nach dem Galgen. Hast du noch einmal über meinen Vorschlag nachgedacht? Den Arbeitern Gift ins Ehl mischen? Habt ihr damit nicht schlechte Erfahrungen gemacht? Vielleicht habt ihr recht. Ich will nicht nochmal so ein Makondal-Debakel. Archäologie ist eine feine, edle Arbeit. Ich bevorzuge etwas, unter dem die Arbeit nicht leidet. Vielleicht ein weiteres. Festessen, ein Spanferkel. Sagt ihnen, dass sie sich ihr Land fast verdient hätten. Natürlich, ganz recht. Der Company Man ist sehr ungehalten. Hm. Sehr merkwürdig alles.
Dieser Company Man scheint der Drahtzieher allen Übels zu sein. Nur wer ist das? Wer ist der Company Man? Das ist hier die spannende Frage. So. Das ist aber auch eine Frage, auf die wir definitiv eine Antwort finden werden, aber nicht mehr in dieser Aufnahme. Ich denke, das ist genug für heute, diese Aufnahme. Ja, wir haben einiges erreicht in Assassin's Creed Liberation heute. Wir haben viel erkundet, Leute getötet, das Handelssystem erkundet, sind in die mexikanischen Kolonien aufgebrochen. Ich finde, das ist ein ganz stabiler Schnitt für eine Aufnahme. Wir sind in der Story ein gutes Stück vorangekommen. Hälfte haben wir inzwischen bestimmt schon. Ja, ich hoffe, die aus dieser Aufnahme entstandenen Folgen haben euch gefallen. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme von Assassin's Creed Liberation wieder. Bis dahin, haut rein, Leute.